Gib mir eine Stunde Zeit, ein Problem zu lösen. Und ich würde 55 Minuten davon verwenden, um das Problem zu lokalisieren, zu definieren. Und nur 5 Minuten davon, um mir die Lösung zu überlegen. Zitat Albert Einstein. Ja, genau, das ist der Typ hier. Ich habe sogar ein T-Shirt. Das ist zwar ein anderer Spruch, aber ich bin großer Fan von Albert Einstein. Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von primär IT-Businesses, von Solopreneur bis rauf zu mehreren hundert und mehreren tausend Mitarbeitern. Ja, heute möchte ich mal sprechen über Trainingsprogramme. Ja, es gibt ja sehr viele Coaching- und Trainingsprogramme da draußen und dann letztendlich diese Q&A-Sessions, ja, wo man letztendlich Trainingsprogramme sehr gut mit skalieren kann, ja, indem man einfach Filme abdreht, also Videokurse, die beliebig häufig angeschaut werden können, also quasi Konserven, Wissen in Konservenform. Und dann letztendlich diese Q&A-Sessions zur Unterstützung, die können 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche sein, je nach Programm, Online-Training. Und dort sind dann diverse Experten zu diversen Themen. Und die heißen deswegen Q&A-Sessions, weil die Coaches, die Teilnehmer dieses Programms, letztendlich stehen dafür zur Verfügung, dass man Fragen stellt. Also man zieht sich in seiner eigenen Zeit quasi diese Videokurse rein. Und wenn dann Fragen hochkommen, die diese Videokurse nicht bereits schon im Vorfeld abklären, quasi, ja, dann kann man die sozusagen in einem One-to-One-Gespräch, in diesem Gruppencall, in diesen Q&A-Sessions, dann nochmal bei dem jeweiligen Experten oder Coach oder Trainer oder Berater dann nochmal abklären. Und in den Trainings, weil ich mache selber auch immer wieder Trainings, um mich weiterzubilden, sollte auch wirklich jeder machen, egal auf welcher Stelle oder Stufe du stehst im Leben, sehe ich halt immer wieder, dass Leute letztendlich sagen, ja, ich möchte gerne eine Frage stellen und dann kommen sie dran, diesen Q&A, und mir geht es sehr, sehr häufig so, dass man dann letztendlich redet über seine Probleme, ja, über seine Herausforderungen, warum man nicht weiterkommt und so weiter und irgendwas sagt, aber keine konkrete Frage stellt. Und dann so nach ein paar Minuten heißt es dann immer wieder, jetzt Thomas, was ist denn jetzt eigentlich deine konkrete Frage? Ja, stell doch endlich mal deine Frage. Ja? Und und am Ende ist es dann teilweise so, dass es irgendwie die Viertelstunde ist rum und man hat überhaupt noch gar keine richtige Frage gestellt. Und weil man letztendlich das Problem noch richtig, gar nicht richtig definiert hat. Man weiß nur, okay, welche Lösung man will. Na, man will dieses Umsatzlevel erreichen, man will so und so viele Mitarbeiter einstellen, man will irgendwas erreichen. Also das gilt generell also fürs Leben, nicht nur für Selbstständige oder Unternehmer. Die meisten Leute, ich würde mal sagen 95% oder 90%, die wissen, wo sie hinwollen oder beziehungsweise die haben irgendeine Lösung im Kopf, aber sie wissen nicht die Probleme. Sie könnten die Probleme gar nicht in Fragen formulieren. Ja, sie haben das Problem noch gar nicht definiert, was sie davon abhält, diese Lösungen, also diese Ziele zu erreichen. Ja, das würde ich einfach mal mitteilen, denn dieser Spruch von Albert Einstein finde ich halt sehr hilfreich. Der sagt, gib mir eine Stunde Zeit, um eine Lösung zu finden für ein Problem. Ich würde 55 Minuten davon verwenden, das Problem richtig zu definieren und dann 5 Minuten, um die Lösung zu finden. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was mir sehr weitergeholfen hat, als ich zuerst mal diesen Spruch gehört habe vor einigen Jahren, und vielleicht hilft er dir auch weiter. Also bis dahin, dein Thomas Klein, und schau mal rein, wenn es wieder heißt, IT-Businesses skalieren, positionieren und Neukundengewinnung. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich sehr, sehr richtig geile, lange Videos für dich, und einfach abonnieren und Daumen hoch, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.